Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Silvia Neuber, ich bin Stationsleiterin in der Versuchsstation Grüßgrün und im Prüffeld Forchheim. Forchheim gehört zur Gemeinde Pockau im Erzgebirge. Wir befinden uns 565 Meter über den Meeresspiegel und das langjährige Mittel an Niederschlag liegt bei 856 mm. Zum Prüffeld Forchheim gehören ca. 10 Hektar Ackerland und 4 Hektar Grünland. Wir sind 7 Mitarbeiter und bewirtschaften eine Vielfalt an Versuchen im Ackerbaubereich. Dazu gehören Sortenversuche, Düngungsversuche und Pflanzenschutzversuche. Außerdem betreuen wir noch Sortenversuche im Gräserbereich und einen Dauerversuch zur Anpassung an den Klimawandel. Seit 2018 sind wir dabei, in Forchheim und Umgebung ein ökologisches Versuchsfeld aufzubauen. Hier bewirtschaften wir Sortenversuche von Wintergetreide und Sommergetreide. Es hat sich ja inzwischen herumgesprochen, dass dieses Jahr kein Feldtag hier in Forchheim stattfindet. Wir möchten Ihnen aber unsere Versuche präsentieren. Dabei werde ich auf die Witterung und deren Auswirkungen auf die einzelnen Kulturen eingehen. Fangen wir mit dem Herbst an. Ein paar Worte zur Vorfrucht. Als Vorfrucht für sämtliche Kulturen stand einjähriges Weidelgras. Am 14. August 2020 haben wir die Fläche für den Winterraps gepflügt und anschließend mit den Feingruber bearbeitet, damit die großen Schollen nicht zu stark austrocknen und der Boden sich rückverfestigen kann. Der Raps aus Feinsämerei muss in ein gut abgesetztes Saatbett abgelegt werden. Am 25.08. drillten wir den Winterraps. Im August fielen gut verteilt die Regenmenge von 122 mm. Das waren 40 mm über dem langjährigen Mittel. Der Raps konnte Wärme und Feuchtigkeit gut ausnutzen und innerhalb einer Woche waren die Pflanzen aufgelaufen. Sie entwickelten sich zu einem guten Bestand bis in den Herbst hinein. Erdflöhe traten kaum auf und wir brauchten nicht behandeln. Jetzt zum Wintergetreide. Am 2. September wurde das Feldstück für die Wintergerste gepflügt und anschließend gegrubbert. Und am 8.9.2020 pflügten wir die Fläche für Winterrobben, Tritikale und Winterweizen. Am 18. September drillten wir Wintergerste, am 21. Winterroggen und am 22.9. die Wintertritikale. Am 23. September haben wir dann mit der Winterweizenaussaat begonnen. Kurz darauf fielen 12 und 40 mm Regen. Damit hatten alle Kulturen optimale Bedingungen zum Auflaufen und waren innerhalb einer Woche aufgegangen. Im weiteren Verlauf war der Oktober feucht und kühl, der November etwas wärmer. Wir hatten Wachstum bis in den November hinein. Anfang Januar winterte es ein. Wir hatten 7 Wochen eine geschlossene Schneedecke. Tagsüber taute die Schneedecke an und nachts war Frost, sodass die Schneedecke verharschte. Das führte zu Schneeschimmel. Die Wintergerste war davon am stärksten betroffen, gefolgt von der Tritikale und Roggen. Auch im Winterweizen waren einige Pflanzen betroffen. Die Bestände konnten sich davon gut erholen. Es kam zu keinen Sortenausfällen, aber zu Sortenunterschieden. In der gesamten Winterzeit gab es keinen Bodenfrost, was günstig für die Mäuse war. Sobald möglich erfolgte eine Mäusebekämpfung mit der Legeflinte. Ende Februar bis Anfang März kam es kurzzeitig zu einer Schönwetterphase mit Temperaturen bis an die 20 Grad Celsius, aber nachts Frost, was auch Stress für die Pflanzen bedeutete. In dieser kurzen Zeit konnten Bodenproben gezogen werden. Die Ergebnisse sind die Grundlage für das Düngungsprogramm BESIT. Damit wird die erste Endgabe berechnet. Die N-Min-Werte im Winterraps und Wintergetreide lagen nur um die 30 Kilogramm N pro Hektar. Die geringen Stickstoffwerte im Winterraps führten zu einer hohen ersten Gabe von 110 Kilogramm N pro Hektar. Wir entschieden uns für 2 Teilgaben, Ende Februar 50 Kilogramm und Ende März 60 Kilogramm N pro Hektar in Form von Kass. Die erste N-Min-Gabe im Wintergetreide erfolgte Ende März
einheitlich mit 80 Kilogramm N pro Hektar. Jetzt zum Sommergetreide und zu den großkörnigen Leguminosen. Am 31. März begannen wir mit der Aussaat. Die Sommerungen brauchten durch die nasskalte Witterung im April ca. 3 Wochen bis zum Auflaufen und die Leguminosen ca. 4 Wochen. In den Ackerbohnen und Erbsen macht es sich gleich nach dem Aufgang der Blattrandkäfer breit. Wir mussten mehrere Insektizidbehandlungen durchführen. Von April bis Mitte Mai war wenig Wachstum zu erkennen. Die N-Min-Werte bei den Sommerungen lagen um die 80 Kilogramm N pro Hektar, was recht hoch ist. Anfang April waren noch Nachtfröste. Diese Phase hat der Raps gut überstanden, weil er noch nicht im Längenwachstum war. Am 26.04. gab es nachts minus 3,5 Grad Celsius. Da befand sich der Raps in der Streckungsphase und war entsprechend empfindlich. Das führte zu Rissen und Verdrehungen am Stängel. Der Mai war der Monat mit den meisten Niederschlägen von ca. 120 mm und ungewöhnlich kalt. Ab Mitte Mai hatten wir Bodentemperaturen um die 10 Grad Celsius. Erst Ende Mai ging es mit den Lufttemperaturen aufwärts. Von da an war ein Pflanzenwachstum zu erkennen. Dadurch gestaltete sich der Wachstumsreglereinsatz im Wintergetreide etwas schwierig. Von Entwicklungsstadium der Pflanzen her stand die Behandlung an, aber die Temperaturen waren oft nicht gegeben. Die Lufttemperatur soll möglichst über 10 Grad Celsius liegen und kein Frost angesagt sein. Zurück zum Raps. Durch die langanhaltende kühle Witterung im April und Mai zeigte sich der Winterraps in langer Blüte. Das dauerte ca. 4 Wochen, wodurch es vermutlich zu einer späten Ernte kommen wird. Pflanzenschutz war notwendig, aber der Insektenzuflug von großen Rapsstänglerrissler und gefleckten Kohltriebrisser, gefolgt von den Rapsglanzkäfern, hielt sich in Maßen. Wir hatten jedoch einen sehr starken Zuflug vom Kohlschotenrüssler. Das Sommergetreide hat sich dieses Jahr durch die kühle Witterung im Frühjahr mäßig entwickelt. Es haben sich nur ca. 3 Bestockungstriebe gebildet. Noch einige Worte zu den Krankheiten. Die Monate April und Mai waren wie erwähnt eher kühl und feucht. Ein gewisses Grundpotenzial an Krankheiten war in den Beständen zu sehen. Mit steigenden Temperaturen stieg der Krankheitsdruck an. In der Wintergerste sind Rindschuhflecken bis hinauf zum Farnblatt zu sehen. Im Winterrocken sitzen die Rindschuhflecken besonders in den Blattachseln. In der Wintertritikale ist Gelbrost im Kommen und im Winterweizen sind kaum Krankheiten zu erkennen. Im Hafer war dieses Jahr sehr zeitig ein wenig Haferröte zu sehen. Im Sommerweizen und der Sommertritikale ist Mehltau erkennbar. In der Sommergerste findet man vereinzelt Netzflecken. Insgesamt sieht das Sommergetreide noch recht gesund aus. Zusammenfassend ist zu sagen, bis heute ist das Anbaujahr 2020-21 gekennzeichnet durch gute Aussaatbedingungen für Winterraps und Wintergetreide, optimales Zusammenspiel zwischen Feuchtigkeit und Wärme, hervorragende Bestände bis zum Wintereinbruch, ein Winter mit 7 Wochen geschlossener Schneedecke und anschließenden Auswinterungsschäden durch Schneeschimmel, was sich wieder verwachsen hat. Späte Frühjahrsaussaat, erst Ende März, Anfang April. Feuchte und kühle Witterung im April und Mai. Wie die Ernte aller Kulturen letztendlich ausfallen wird, wird sich in wenigen Wochen zeigen. Die Ergebnisse werden wie gewohnt durch unsere Einrichtung zeitnah im Internet bekannt gegeben. Ich wünsche allen eine gute Ernte und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.